Ja. Ja, liebe zukünftige Studierende und liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen der diesjährigen Vorkurse. Mein Name ist Dr. Frank Wümmeling. Ich bin hier im Fachbereich Mathematik und Informatik der Universität Münster im Institut für angewandte Mathematik Dozent. Und zu meinen Aufgaben gehört unter anderem die Organisation des Vorkurses. Normalerweise ist es eine sehr angenehme Aufgabe, die man sehr gerne übernimmt. In diesem Jahr ist leider, wie Sie wissen, natürlich alles anders und das werden Sie heute noch ein paar Mal hören. Aber ich möchte Sie vor Beginn der Vorkurse einfach noch mal ein bisschen einstimmen und Ihnen vielleicht auch schon mal ein bisschen sagen, wie dieser Kurs im Wesentlichen ablaufen wird. Ich muss Ihnen gleich sagen, ich bin kein YouTube-Star und leider ist keiner von unseren Dozenten das wirklich. Das heißt, alles wird immer ein bisschen holprig sein. Sehen Sie es mir nach, das eine oder andere und Ö werden Sie wahrscheinlich ertragen müssen. Der eigentliche Grund, warum ich diese kleine Präsentation hier jetzt mache, ist, wir haben unser Equipment jetzt über 2, 3 Monate nicht mehr getestet. Und das muss ich jetzt dringend mal tun und das nehme ich die Gelegenheit wahr, Ihnen ein bisschen was zu den Vorkursen zu erzählen. Okay, zunächst mal, was ist das allgemeine Konzept unserer Vorkurse? Wir verfolgen eigentlich drei Ziele und das erste Ziel ist sicherlich, Sie an ein universitäres Arbeiten so ein bisschen zu gewöhnen. Wir wollen Ihnen zeigen, wie wir hier an der Universität arbeiten und deshalb wird eben auch viel von dem, was wir hier machen, von der Präsentation her, das werden Sie in Ihrem späteren Studium tatsächlich auch so ähnlich alles wiedersehen. Das Zweite ist, wir wollen natürlich auch so ein bisschen eine soziale Eingewöhnung machen. Das heißt, so ein bisschen die Idee natürlich auch, Sie lernen hier möglichst Leute kennen, Sie lernen insbesondere auch Münster kennen. Dieses zweite Ziel ist in diesem Jahr ein bisschen schwierig, insbesondere wenn Sie von zu Hause aus teilnehmen. Aber wir werden versuchen, das möglichst auch zu erreichen, wenn es denn irgendwie geht. Und als letztes, und das ist nicht das Unwichtigste, wollen wir natürlich auch noch ein bisschen Mathematik machen, denn wir befinden uns ja hier, wie gesagt, am Fachbereich Mathematik und Informatik. Okay, zum Konzept dieser Vorkurse. Unabhängig davon, welchen Vorkurs Sie besuchen, sind die im Grunde so aufgebaut wie später eine Vorlesung, zumindest in der Mathematik auch oder eine Veranstaltung in der Mathematik auch. Es gibt zunächst mal eine Vorlesung, in der ein Dozent ein Thema Ihnen näher bringt, im Normalfall mit recht wenig Interaktion. Das heißt, im Normalfall passiert das vor einem großen Hörsaal bei uns in der Größenordnung von 200 bis 400 Teilnehmern. Das heißt, da ist es tatsächlich schwierig, mit dem Dozenten interaktiv zu arbeiten. Das wissen wir natürlich auch und deshalb werden diese Vorlesungen ergänzt durch Übungen, die im Grunde so Klassenstärke aus ihrer Schule haben. Das heißt also so von 20 bis 35 Teilnehmer und Teilnehmerinnen unter der Leitung eines Studierenden höherer Semester. Und die Idee in diesen Übungen ist, dass Sie die Themen der Vorlesung dort gemeinsam erarbeiten, nochmal spezielle Fragen tatsächlich nochmal bearbeiten können, dass Sie Übungsaufgaben bearbeiten können, dass Sie eben darüber hinaus noch kleine Aufgaben oder kleinere Sachen dazu arbeiten können. Das heißt also, das ist wirklich gedacht, dass da wirklich interaktiv gearbeitet wird, insbesondere auch zusammengearbeitet wird. Kleine Anmerkung, die Hausaufgaben in der Mathematik zum Beispiel, die es durchaus gibt, also es gibt im Allgemeinen wöchentliche Hausaufgaben, die sind nicht alleine abzugeben, sondern tatsächlich alle immer in Gruppenarbeit abzugeben. Das heißt, insgesamt legt unser Fachbereich eigentlich sehr großen Wert auf die Zusammenarbeit der Studierenden, dass sie sich gegenseitig helfen, dass sie gegenseitig tatsächlich sich hier befruchten. Und naja, das sehen Sie natürlich das nächste Problem, wo ich jetzt sage, in diesem Jahr ist natürlich alles anders. Wie sich diese Übungsgruppen hinterher und diese kleinen Arbeitsgruppen zusammenfinden sollen, das müssen wir alles noch so ein bisschen sehen.
Okay, wir bieten Ihnen drei Kurse an und ich möchte ganz kurz auf diese drei Kurse eingehen. Und dazu möchte ich mal gucken, Ihnen meinen Bildschirm zeigen. Mal gucken, ob das funktioniert. Das sieht schon halbwegs vernünftig aus. So. So, ich hoffe, Sie sehen jetzt meinen Bildschirm. Und zunächst mal, das hier ist die Anmeldeseite, oder die allgemeine Informationsseite zum Vorkurs, die Sie hoffentlich kennen. Und ich bitte Sie, alle Informationen, die dort stehen, wirklich genau zu lesen. Mit einer Einschränkung, und zwar normalerweise sage ich, das Wichtigste hier, das sind hier vorne diese häufig gestellten Fragen, in denen wir typische Fragen der Studierenden beantworten. Einige davon passen nicht in dieses Jahr und das werden Sie aber auch immer sofort merken, dass das nicht passt. Etwa, wenn ich sage, gehen Sie zu Ihrem Übungsleiter und fragen Sie ihn etwas. Hingehen können Sie eben halt nicht, wenn das Ganze die Mensa unterhalten. Leider ist es so, dass die Mensa während des Vorkurses geschlossen sein wird. Das heißt also, Sie haben eine Berechtigung zum Essen in der Mensa bekommen. Die können Sie zumindest in unserer Mensa hier vorne nicht nutzen. Es gibt eine zweite Mensa in der Stadt, die können Sie theoretisch nutzen. Ich weiß nicht, ob Sie es sitzen wollen. Wenn Sie tatsächlich zu den Übungen hier hinkommen, dann werden Sie das nutzen müssen. Okay, gut, also wir haben aber dazu eine Corona-FAQ und da haben wir einige Fragen gestellt, die gerade in diesem Jahr besonders wichtig sind. Da finden Sie zum Beispiel auch die korrekte Information zur Mensa. Okay, gut, diese Seiten möchte ich Ihnen unbedingt ans Herz legen. Mein Problem ist, wir haben ungefähr insgesamt 1100, 1200 Teilnehmer. Und ich habe nur einen kleinen Teil meiner Arbeitszeit eigentlich, um diesen Vorkurs vorzubereiten. Das heißt, es ist für mich völlig unmöglich, jeden Einzelnen gerecht zu werden. Und aus diesem Grund haben wir diese Webseiten auf der einen Seite. Das heißt also, lesen Sie möglichst alles zunächst mal, was da drin steht. Und Sie werden in 99% der Fälle tatsächlich dort eine Antwort finden. Wenn Sie keine finden, sollten Sie auch noch überlegen, naja, also wir haben ja dann den Vorkurs hier, wir haben die Vorlesung und wir haben die Übungen, da können wir Fragen direkt stellen und das ist unter Umständen der einfachere Weg. Das heißt, also schieben Sie alles, was bis zum Beginn des Vorkurses warten kann, tatsächlich auch bitte bis zu diesem Zeitpunkt hinaus. Okay, gut. Eine der am meisten bestellten Fragen, und das verstehe ich eigentlich überhaupt inzwischen nicht mehr, ist, ich habe nicht verstanden, welchen Vorkurs ich belegen soll. Nun, wir bieten Ihnen drei Vorkurse an und eigentlich ist es relativ einfach. Der eine Vorkurs ist ein Vorkurs Mathematik und da steht ganz klar, für wen der ist, nämlich für Studierende in den Studiengängen Mathematik und Physik, Informatik und Geoinformatik. Dann den Zweifach-Bachelor Mathematik. Ich hoffe, Sie sind ein bisschen mit dieser Terminologie inzwischen vertraut. Der Zweifach-Bachelor ist der alte Lehramtsstudiengang Gymnasium. Das heißt, wenn Sie da Mathematik studieren, dann sollten Sie auch sicherlich in diesen Fokus gehen. Und Bachelor Berufskolleg Mathematik. Das heißt, wenn Sie Berufskolleglehrer werden wollen und Mathematik als ein Fach haben, dann ist das auch der richtige Fokus für Sie. Ganz klar, dieser Kurs bereitet auf ein mathematisches Studium vor. Das heißt also, da sind wir ein bisschen theoretischer, da wird bewiesen, da werden Definitionen gemacht, ja, da wird weniger gerechnet, sondern da wird wirklich so ein bisschen vorbereitet, was Sie später auch tatsächlich in den Vorlesungen sehen werden. Wir nehmen nichts vorweg, ja, keine Angst, aber so die Struktur dieser Vorlesung entspricht wirklich mehr einer mathematischen Vorlesung, so wie wir sie hier am Fachbereich tatsächlich. Der zweite Fokus ist der Fokus Mathematik für Anwender. Und da kann man schon fast sagen, der ist für fast alle anderen. Nämlich, Mathematik ist ein sehr allgemeines, sehr universelles Werkzeug. Das heißt also, Mathematik kommt eigentlich in irgendeiner Form in praktisch allen Studiengängen mal vor. Und ich habe hier einige einfach mal aufgelistet. Egal, ob es in Wirtschaftswissenschaften, also BWL, VWL,
Biologie, Landschaftsökologie, Wirtschaftsinformatik, Chemie, da kommen alles überall tatsächlich, natürlich kommt da Mathematik vor, aber nicht in dem Sinne, wie wir in unseren eigenen Vorlesungen hier normalerweise Mathematik theoretisch unterrichten, sondern da wird es natürlich wesentlich praktischer. Für diese Studiengänge empfehlen wir den Fokus Mathematik für Anwender. Und das heißt in dem Fall, dass wir hier tatsächlich im Wesentlichen Schulstoff wiederholen. Das geht unter Umständen zurück bis zur Bruchrechnung. Ja, ganz klar. Okay, gut. Ich habe gerade gesagt, für alle anderen, es gibt eine Ausnahme, nämlich wir bieten einen speziellen Vorkurs an für einen ganz speziellen Studiengang, der uns eben besonders am Herzen liegt. Und das ist der Studiengang Lehramt an Grund-, Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen. Langer Titel, wurde auch mehrmals geändert schon. Und für dieses Studium bieten wir einen speziellen Fokus an. Das heißt also, wenn Sie studieren, Lehramt an Grund-, Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen, ist das genau der Fokus, den ich Ihnen empfehle. Okay, auf dieser Seite finden Sie nochmal die Termine der Einführungsveranstaltung. Wir mussten die Uhrzeiten irgendwann mal ändern. Das habe ich Ihnen schon per E-Mail zugeschickt irgendwann mal. Und schauen Sie einfach nochmal auf die Seite drauf, dass Sie tatsächlich auch dann zu richtigen Zeiten passen. Okay, und ich kann das nur nochmal sagen. Bitte beachten Sie insbesondere den Stundenplan, die häufig gestellten Fragen und insbesondere die Corona-FAQ, da hoffe ich, dass wir wirklich die meisten Ihrer Fragen direkt beantworten können. Okay. Das nächste ist, unbedingt tun. Und da haben Sie von uns eine Anmeldebestätigung bekommen. Und in dieser Anmeldebestätigung, da war ein Link auf eine Webseite drauf. Eine Webseite, die Informationen enthält, die speziell auf Sie zugeschnitten sind. Und diese Webseite wollen wir uns vielleicht noch mal ganz kurz eben anschauen. Ich habe mich mal testweise hier angemeldet und da versuchen wir einfach mal die Informationen zu interpretieren, die wir hier haben. Zunächst mal finden Sie hier vorne meine Adresse, die habe ich jetzt nicht drauf gemacht. Und Sie sehen hier vorne einmal, für welche Vorkurse ich angemeldet bin. Das heißt also, in diesem Fall habe ich mich angemeldet für den Vorkurs Mathematik und für den Vorkurs Didaktik GHSGE. Sie sehen schon, das macht relativ wenig Sinn, diese beiden gleichzeitig zu hören, denn der dritte Vorkurs ist speziell für die Studierenden aus GHSGE. Der erste ist speziell für die wirklich Bachelor-Mathematiker. Naja, aber ist ja nur ein Demo. Ja? Okay, gut. Dann haben Sie hier einmal die Informationen der Einführungsveranstaltung. Das sind die Informationen der Einführungsveranstaltung aus dem letzten Jahr. Das passt also nicht alles, aber Sie sehen vielleicht noch ein bisschen was zur Struktur dabei. Okay, falls Sie Ihre Kurswahl ändern wollen, das heißt, weil Sie jetzt sehen, nach dieser Information heute, ich habe den völlig falschen Fokus gewählt, ist überhaupt kein Problem. Das können Sie hier einfach tun, indem Sie jetzt da einfach diese an der Links anwählen, die davon rot und grün unterlegt sind. Ja, da können Sie sich also anmelden und abmelden. In den Vorkursen Mathematik und Mathematik für Anwender vergeben wir die Übungsgruppen, weil es sehr viele sind und weil wir sehr viele Teilnehmer haben, vorher. Das heißt also, Sie bekommen hier in den nächsten Tagen die Information, in welche Übungsgruppe Sie eingeteilt sind. Sie haben die Möglichkeit zu wählen zwischen Online- und Präsenzübungsgruppen. Das möchte ich Ihnen noch ganz kurz erklären. Die ganzen Vorlesungen werden in diesem Jahr so ablaufen,
dass praktisch alles, dass alles nicht in Präsenz, also nicht mit Ihrer Anwesenheit stattfinden wird, sondern wir werden Videos veröffentlichen, auf denen die Dozenten die Vorlesungen halten. Das ist der normale Weg, der auch im nächsten Semester tatsächlich so laufen wird. Ja, wir dürfen nichts. Das heißt, die Vorlesungen, das ist klar, die finden alle bei Ihnen zu Hause statt oder am besten bei Ihnen zu Hause. Die Übungen, werden tatsächlich alle, und das ist offline, ja? Entschuldigung, das habe ich gerade vergessen. Das ist irgendwie offline, das heißt, also wir stellen das irgendwo zur Verfügung, nicht live, sondern das stellen wir im Grunde als einen Film irgendwo zur Verfügung innerhalb der Universität und Sie können sich das dann anschauen. Um sich diese Filme anzuschauen, müssen Sie nicht in der Universität sein. Es schadet aber nicht, wenn Sie eine Kennung der Universität Münster haben. Und dazu sage ich nachher noch ein bisschen was. Okay, das heißt also, die Übungen finden teils online, das sind die Vorlesungen. Ne? Die Vorlesungen finden alle, da werden wir nur abfilmen, wenn das Ihnen zur Verfügung stellen und Sie gucken es sich an. Dazu brauchen Sie irgendwie einen Internetzugang und einen Laptop oder so. Bei den Übungen ist es so, die werden tatsächlich alle live stattfinden. Das heißt, die werden nicht aufgezeichnet und nicht irgendwie nochmal zeitversetzt zur Verfügung gestellt. In diesen Übungen, das soll alles genauso ablaufen wie in einer ganz normalen Übung. Das heißt, sie treffen sich entweder hier im Fachbereich in einem Raum, das heißt also in Präsenz, und dort findet eine ganz normale Übung statt, mit der einzigen Einschränkung, dass wir den Abstand einhalten. Das ist leider für uns ein riesiges Ärgernis, denn anders als die Schulen, bei denen momentan die Abstandspflicht in den Klassen aufgegeben wurde und ja sogar die Mundschutzpflicht aufgegeben wurde, sind die Universitäten davon nicht befreit worden. Das bedeutet, wenn wir Sie einladen, um hier eine Veranstaltung zu machen, dann müssen wir garantieren, dass zwischen allen Teilnehmern 2,50 m, ich glaube, es sind 2,50 m inzwischen, Abstand herrschen. Das bedeutet, dass sich die Kapazität eines Raumes ungefähr um den Faktor 10 verringert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben hier unseren größten Hörsaal, das sind 400 Sitzplätze. Mit Abstandsregeln kriegen wir gerade mal 35 Leute rein. Das bedeutet, dass die normalen Übungsräume, die wir haben, nämlich so einer wie dieser hier, ich weiß, Sie können es jetzt wahrscheinlich nicht sehen, ich will jetzt die Kamera nicht drehen. So ein normaler Übungsraum, der fasst im Normalfall ungefähr 30 Leute, den können wir vergessen, da könnten wir jetzt, wenn wir da eine normale Übung ablaufen lassen, gerade nochmal 3 Leute unterbringen. Das heißt also, ja, das ist alles so ein bisschen schwierig. Wir wollen aber trotzdem diese Übungen, auch in Präsenz, zumindest wenn es geht, Ihnen anbieten. Und ja, das bedeutet, wir haben hier die großen Hörsäle alle reserviert und es wird tatsächlich so sein, in diesem Hörsaal für 400 Leute werden Sie dann sitzen mit 35 Leuten, 2,50 m Abstand und ja, werden dann eine ganz normale Übung erleben. Aber wir sehen natürlich die Zusammenarbeit, die ich vorhin so groß gepriesen habe für die Übungen, die wird dann natürlich extrem problematisch. Okay, das heißt, so werden die Übungen ablaufen, entweder hier im Fachbereich oder halt als eine Online-Konferenz. Und diese Online-Konferenzen, die werden tatsächlich aber auch nicht dann 200 Leute umfassen, sondern die werden wir tatsächlich auch in kleinen Häppchen stattfinden lassen. Das heißt also, wir werden auch in den Online-Übungsgruppen werden maximal so 25, 35 Leute sein und davon finden dann tatsächlich wahrscheinlich 5 parallel statt. Und das wird komplettiert durch 3 Präsenzübungen, die wir hier haben. Okay, ich hoffe, das ist klar geworden. Präsenzübungen finden hier statt mit einem sehr eingeschränkten Angebot. Die Online-Übungsgruppen finden als Konferenz statt mit dem Konferenzsystem Zoom. Und ja, was anderes können wir nicht machen. Sie können sich in den Vorkursen Mathematik und Mathematik für Anwender, können Sie auswählen vorher, für welche Art von Übungsgruppe Sie sich bewerben.
Ja, Sie haben halt die Möglichkeit zwischen Präsenz und Online. Ich bitte Sie, weil wir ein sehr eingeschränktes Angebot haben, sich nur dann für Präsenz zu entscheiden, wenn Sie sicher sind, dass Sie auch in den meisten, dass Sie wirklich Präsenz wollen und dass Sie wirklich auch in den meisten, in den allermeisten Terminen tatsächlich da sein werden. Es wird nämlich tatsächlich so sein, das Angebot wird so beschränkt sein, dass wir einen Großteil der Teilnehmer hier nicht zulassen können in den Präsenzübungen, weil wir auch zu wenig Sitze haben. Ja, ich habe es gerade erklärt, das geht auf ein Zehntel runter. Und ja, deshalb möchte ich bitte, dass Sie dann niemandem den Platz wegnehmen. Eine Sache ist nämlich eine Zusatzsache, gilt nämlich auch noch, wir können nicht innerhalb der Übungsgruppen jemanden austauschen. Das heißt, wenn Sie nach 4 Tagen sagen, ich habe keine Lust mehr und mir schreiben, Sie können meinen Platz neu vergeben, dann darf ich das nicht. Aufgrund der Corona-Regeln müssen die Übungsgruppen tatsächlich so bestehen bleiben, wie sie tatsächlich auch angefangen hat und wie wir sie eingeteilt haben. Okay, wie machen Sie das jetzt, sich hier oder einen Wunsch zu äußern? Sie sehen hier zum Beispiel mal für meinen Fokus Mathematik, für den ich mich hier angemeldet habe. Da steht hier unten, ich bin aktuell vorgemerkt für eine Online-Übung, Uhrzeit 1. Diese Uhrzeiten 1 und 2 finden sich jeweils in Ihrem Stundenplan. Und naja, jetzt möchte ich statt Uhrzeit 1, möchte ich Uhrzeit 2 haben. Das heißt, ich möchte das da vorne ändern. Und dann wähle ich hier vorne Online- und Präsenzauswahl für diesen Vorkurs, komme wieder auf die Seite zurück und jetzt sehen Sie vorne, steht hier vorne die Uhrzeit 2. Wenn ich das nochmal mache, dann komme ich hier vorne, ja, wieder Online-Übung, aber es ist mir egal zu welcher Uhrzeit. Wenn Sie sowas machen, dann helfen Sie mir ein bisschen, die Leute günstig zu verteilen. Ja. Und wenn Sie nochmal draufdrücken, dann kommen Sie hier vorne auf die Präsenzübung Uhrzeit 1. Das heißt also, jetzt würde ich mich bewerben für einen Platz hier vorne in einem Hörsaal zur Uhrzeit 1. Ob wir diese Wünsche erfüllen können oder nicht, wie gesagt, hängt davon ab, wie viele Leute jeweils da sind, kann ich nicht sagen. Es kann also auch durchaus sein, dass wir nur den Wunsch Uhrzeit 1, Uhrzeit 2 nicht erfüllen können. Das heißt also, dass wir hier Leute in die andere Uhrzeit verschieben müssen gegen ihren Wunsch. Das sage ich ganz ausdrücklich. Und das wird bei den Präsenzübungen schwieriger sein als bei den Online-Übungen. Das heißt, bei den Präsenzübungen wird es sicherlich passieren, dass wir erstens nicht alle Wünsche erfüllen können und zweitens auch die Wünsche nach der Uhrzeit nicht erfüllen können. Wenn Sie also dringend auf eine Uhrzeit angewiesen sind, macht es mehr Sinn, sich für eine Online-Übung zu bewerben. Okay, weiter benutzen wir diese Seite auch, um so ein paar Informationen weiterzugeben, die Sie natürlich in der Einführungsveranstaltung erhalten, die Sie natürlich auch in meinen E-Mails erhalten. Aber da sehen Sie zum Beispiel, da steht hier noch was Falsches. Das muss ich nachher noch korrigieren. Die Materialien zum Vorkurs und in diesem Jahr heißt das, schließt das ein, auch die ganzen Videos, die wir zur Verfügung stellen, die werden im LearnWeb zur Verfügung gestellt. Das ist so eine E-Learning-Plattform der Universität Münster und da sollten Sie sich anmelden für unsere Vorkurse. Ich werde Ihnen ganz kurz nachher einmal erklären, wie das geht. Aber wir haben auch eine sehr ausführliche Beschreibung, wie das funktioniert, auf diese FAQ-Seite gestellt. Und vielleicht gucke ich da gleich noch mal ganz kurz rein. Wenn Sie sich einschreiben wollen für einen unserer Vorkurse, dann brauchen Sie einen sogenannten Einschreibeschlüssel. Das heißt also, Sie gehen in dieses LearnWeb, melden sich da an mit der Kennung und dem Passwort, das Ihnen bei der Einschreibung mitgeteilt wurde. Und dann sagen Sie, ich möchte gerne am Vorkurs teilnehmen und dann werden Sie vom System nach einem Einschreibeschlüssel gefragt und diese Einschreibeschlüssel, die werde ich Ihnen natürlich nochmal per E-Mail mitteilen, aber die finden Sie insbesondere auch schon hier. Das heißt also, wenn Sie wollen, können Sie sich jetzt bereits für die Vorkurse dort anmelden. Allerdings sind die Inhalte im Augenblick natürlich noch überhaupt nicht vollständig. Okay, außerdem habe ich hier auch schon mal hinterlegt die Zoom-Links zu den Eröffnungsveranstaltungen. Ich hoffe, dass die sich nicht weiter ändern. Und das heißt,
Sie können an der Eröffnungsveranstaltung teilnehmen per Zoom, also mit unserem Konferenzsystem. Ich sage Ihnen gleich, es gibt dabei zwei Einschränkungen. Insbesondere gibt es eine Einschränkung. Wir haben momentan eine Beschränkung der Teilnehmerzahl auf 300. Insbesondere im Vorkurs Mathematik für Anwender wird das nicht ausreichen, denke ich. Ich weiß es nicht, vielleicht sagen Sie auch gar nicht, ich brauche das gar nicht. Aber wir haben im Allgemeinen wesentlich mehr Teilnehmer. Und wir werden das deshalb parallel auch nochmal auf YouTube streamen. Und da werden Sie auch an dieser Tag des Vorbilds. Okay, gut. Ja, das heißt also, ich lege Ihnen diese Seite so ein bisschen ans Herz. Verlieren Sie diese Mail nicht, mit denen wir Ihnen die Teilnahme bestätigt haben. Und Sie brauchen aber nicht unbedingt diese in jeder weiteren Mail. Insbesondere finden die Teilnehmer der Vorkurse Mathematik und Mathematik für Anwender auf dieser Seite später auch die Übungsgruppe, der sie zugeteilt wird. Ganz kurz zum LearnWeb. Wie gesagt, das ist die Plattform, mit der die Universität Münster ihre Unterlagen zur Verfügung stellt. Das heißt, das ist wirklich unser E-Learning-System. Und ja, da gibt es zunächst mal eins, das können Sie nicht einfach so benutzen, sondern Sie müssen sich einloggen, Sie müssen sich authentifizieren und dazu brauchen Sie eine Nutzerkennung und ein Passwort. Wenn Sie bereits eingeschrieben sind, dann haben Sie mit Ihren Einschreibeunterlagen eine Nutzerkennung und ein Passwort erhalten. Das ist genau das, was Sie hier auch eingeben sollen. Ja? Das heißt also, wenn Sie eingeschrieben sind oder wenn Sie davon ausgehen können, bis zum Beginn des Vorkurses werde ich noch eingeschrieben, ist alles gut, dann haben Sie überhaupt kein Problem. Jetzt gibt es einige, relativ wenige Teilnehmer, die entweder noch nicht eingeschrieben sind oder sich gar nicht einschreiben werden. In diesen Fällen haben wir die Möglichkeit, denen eine temporäre Kennung zu geben, mit der sie sich zumindest in diesem LearnWeb mal einloggen. Wie das geht und überhaupt die ganzen Informationen zum LearnWeb, die habe ich zusammengefasst in der Corona-FAQ. Einmal unter der Frage, wo bekomme ich die Informationen zu Einwahldaten für die Online-Veranstaltungen und so weiter. Da ist der Hinweis auf dieses LearnWeb. Und dann bei, wie melde ich mich im LearnWeb an? Da gibt es den Punkt, ich bin nicht eingeschrieben, will mich gar nicht einschreiben, kann mich deshalb im LearnWeb auch nicht anmelden. Was kann ich tun? Wir können Ihnen eine temporäre Kennung geben. Bitte lesen Sie genau durch, was da steht. Also Sie sollten das wirklich nur beantragen, wenn Sie nicht anders eingeschrieben sind. Ansonsten kann es zu fiesen Verwechslungen kommen. Sie füllen dann, also Sie gehen dann auf eine spezielle Webseite. Ich gehe da mal drauf. Ja, weil der müssen wir ein paar Angaben zur Person machen und noch ein paar weitere Angaben machen. Und dann schicken Sie mir automatisch durch dieses System einen Antrag auf eine Nutzerkennung und ich schaue dann, ob Sie angemeldet sind und gebe Ihnen dann notfalls eine Kennung und ein Passwort, beziehungsweise ich gebe Ihnen die Kennung und das Passwort, haben Sie selber festgelegt im Rahmen dieser Formulare. Okay, auch da möchte ich Sie wieder bitten, verlassen Sie sich nicht auf das, was ich jetzt hier sage, sondern schauen Sie bitte auf die Seite, auf diese Corona-FAQ-Seite. Da ist aus meiner Sicht sehr genau dargestellt, wie das funktioniert und was Sie tatsächlich brauchen. Okay, aber nehmen wir mal an, wir haben uns eingeschrieben und gehen wir jetzt also mal in dieses LearnWeb. Wie sieht das aus? Zunächst mal möchte ich mich einloggen. Also, ich gehe hier auf Login. Und naja, dazu brauche ich eben einen Anmeldenamen und ein Passwort. Das ist normalerweise das, was Ihnen bei der Einschreibung mitgeteilt wurde. Und ich habe hier schon was stehen und dann logge ich mich einfach mal ein. Okay, jetzt bin ich hier und jetzt steht hier erstmal noch so gar nichts. Aber hier rechts sehen Sie so einen Punkt Kurse und Studierende. Hier können Sie nach Kursen zu Ihren Veranstaltungen suchen. Okay, und da gebe ich jetzt mal einen Vorkurs.
Und da sehen wir, da werden einige Sachen aufgelistet. Und zwar einmal der Focus DHRS-GE von Frau Kämmerer. Klar, ja, das ist der Spezialvorkurs, den wir am Anfang, den wir uns am Anfang angeschaut haben. Dann den normalen Vorkurs Mathematik. Das ist von Herrn Zerpe. Herr Zerpe ist der Dozent in diesem Kurs. Dort werden Sie die Informationen zum Vorkurs Mathematik finden. Und leider jetzt etwas weiter unten, der Vorkurs Mathematik für Anwender. Die sind aus dem Sommersemester 2020 bzw. aus dem Wintersemester 2021. Das sind die aktuellen drei Vorkurse und für die sollten Sie sich anmelden, für die sollten Sie sich einschreiben. Es gibt noch einen zusätzlichen, und zwar hier diese Vorkurse in Mathematik im Wintersemester 2020/2021. Für den können Sie sich noch zusätzlich anmelden. Ja, wir werden so einige generelle Informationen für alle Vorkurse dann auch nochmal in diesem Vorkurs sammeln. Okay, das heißt also, wie war das vorhin? Ich habe mich angemeldet, ich hatte mich angemeldet für den Vorkurs Mathematik für Anwender, glaube ich. Und ja, dann gehe ich natürlich jetzt hier auch in den entsprechenden LearnWeb-Kurs. Und zwar hier brauche ich einfach nur auf den Titel zu klicken. Und dann werde ich aufgefordert, mich einzuschreiben. Und dazu wird ein Einschreibeschlüssel verlangt. Dieser Einschreibeschlüssel ist genau der, den Sie auf Ihrer persönlichen Anmeldeseite finden. Also gehe ich nochmal dahin zurück. Geht das noch? Ja, das ist meine Anmeldeseite jetzt weg. Nee, genau, da ist meine persönliche Anmeldeseite. Und da stand für den Vorkurs Mathematik für Anwender im Sommersemester 2020 ist der Einschreibeschlüssel V2020. Okay, das nehme ich mal mit, trage das hier ein. So, und damit bin ich in diesem Kurs eingeschrieben. Wenn ich jetzt später Informationen zu diesem Kurs, ja, bin ich hier einfach auf meine Kurse. Und ja, ich habe jetzt noch ein paar andere, ja, aber insbesondere sehen Sie hier vorne den Vorkurs Mathematik für Anwender 2020. Da kann ich jetzt drauf und da sehen Sie, dass Frau Vagese schon einige Inhalte hier hinterlegt hat. Insbesondere, dass die Übungsblätter für die einzelnen Übungen hier bereits online sind. Okay, das ist hoffentlich das, was Sie benötigen bis zur Einführungsveranstaltung. Vielleicht zu dieser Einführungsveranstaltung noch eine kleine Bemerkung. Einige Leute haben mir schon geschrieben, ich kann gerade zu diesem Zeitpunkt der Online-Veranstaltung nicht da sein, der Einführungsveranstaltung nicht da sein. Ich kann da nicht parallel teilnehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir werden das tatsächlich live streamen, also live live irgendwie zugänglich machen. Aber wir werden das natürlich aufzeichnen und diese komplette Einführungsveranstaltung finden Sie anschließend hier im LearnWeb, dass Sie sie auch tatsächlich dort anschauen können. Okay, gut. Wahrscheinlich habe ich alles Mögliche vergessen, aber ich hoffe mal, dass Sie jetzt zumindest so weit klarkommen, dass Sie sich vernünftig anmelden können. Ich möchte die aus den Vorkursen Mathematik und Mathematik für Anwender bitten, ihre Präferenz für eine Online- oder Präsenzübungsgruppe jetzt auf ihrer persönlichen Anmeldungsseite einzutragen. Ja, und ansonsten schauen wir mal. Ja, also ich sage sonst immer an dieser Stelle, ich freue mich sehr auf den Vorkurs. Im Augenblick habe ich so ein bisschen Angst, ob alles tatsächlich genauso klappt, wie wir uns das vorstellen. Aber bis jetzt haben wir es auch noch immer irgendwo hinbekommen. Also, ich wünsche Ihnen noch alles Gute, zumindest noch eine bzw. 2 Wochen bis zum Start des Vorkurses. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann, wenn auch vielleicht nur virtuell.